So Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal mit euch zusammen die neuen Master Airscrew 4-Blatt-Propeller antesten. Die 3-Blade-Propeller, die habe ich ja bereits getestet und die haben schon sehr gut performt. Und ja, Master Airscrew hat sich gedacht, wir machen anstatt 5-Blatt, wie die Standard-Propeller von DJI sind, einfach mal 4-Blatt, damit man besser hier an diesen Speicherkarten-Slot drankommt. Ja, ich würde sagen, wir testen jetzt mal an, wie die Flugdauer ist, wie die Flugperformance ist und so weiter. Ich habe jetzt hier einen ND16-Filter drauf, filme mit 4K, 30 FPS, Shutter 1/60 ISO 100 und der ND-Filter hier, der 16er, der ist auch ganz neu, der ist von BRDRC. Link dazu packe ich euch gerne mal in die Beschreibung. Seid gespannt, wie das Footage ist und ich würde sagen, rein da, los geht's. Starte die Drohne und sie hebt schon mal wesentlich leichter ab und reagiert irgendwie ein bisschen schneller als mit den Standardpropellern. Ich werde mal hier diese Straße lang fliegen. Das sieht sehr gut aus. Ich habe das Gefühl, dass die ein bisschen mehr Speed bringen. Sehr nice, das sieht gut aus. Oh, von der Performance her bis jetzt super. Ich fliege jetzt 13,9 Meter die Sekunde im Sportmodus. Und ihr könnt sehen, das macht echt ein gutes Bild. Nicht nur die ND-Filter sind super, sondern auch die Propeller. Jetzt kommt ein bisschen Wind. So. Mal hier runtergehen. Schön an dem Dixie-Klo vorbei. Das sieht richtig cool aus, Freunde. Ja, bis jetzt Akku 90%. Und wir haben bereits eine Flugzeit von 1 Minute 12. So, das ist mal eine richtig schöne Geschichte, hier zu fliegen, Freunde. Das sieht richtig geil aus. So, ich komme auch wieder zurück. Schön diese Straße hier lang. Das sieht genial aus. Jetzt haben wir ein bisschen Gegenwind. Jetzt sind wir so bei 12,9 Meter die Sekunde. Ah, jetzt werden sie wieder ein bisschen schneller. Ah, jetzt haben wir Seitenwind, kann man sehen. Aber die Drohne legt sich nicht so krass auf die Seite wie mit den 3-Blade-Propellern. Ich muss sagen, die 3-Blade-Propeller vom Master Airscrew, die sind ja wirklich sehr, sehr gut. Aber die haben natürlich einen Nachteil, wenn es mal extrem windig irgendwo ist. Ja, dann kippt die Drohne natürlich extrem zur Seite und wird auch teilweise so ein bisschen vom Wind weggeweht. Ich bin mal gespannt jetzt auf die allgemeine Flugzeit, weil bei den Originalpropellern haben wir ja 5-Blatt und ich denke mal, dass die hier mit den 4-Blatt-Propellern auf jeden Fall deutlich mehr kämpfen muss. Aber die Beschleunigung ist phänomenal, Freunde. Also beschleunigungstechnisch und soundtechnisch hört sich das echt cool an. Sehr, sehr schön. So, ich werde jetzt gleich mal hier vorne um diese Steinhaufen hier ein bisschen rumfliegen. Ah, schönes FPV-Gelände hier. Sehr, sehr nice. Perfekte Location zum Fliegen. Ja, agil sind die auch. Also die reagieren wirklich prompt, die Propeller. Das ist wirklich cool. Und wir machen nochmal einen kleinen Turn. Fliegen wir hier durch. Wirklich super smooth, kann man nicht anders sagen. Dafür, dass es heute schon ein bisschen windig ist. Ich will mal versuchen, hier zwischen den Häusern durch. Ja, auch das klappt super. Perfekt.
super schnelle Reaktion. Echt schön. So, pushen wir die Drohne auch mal ein bisschen hoch. Auch das klappt super. Sinkflug. Da fällt sie sogar noch ein bisschen schneller als normalerweise. Normalerweise braucht sie deutlich länger für den Sinkflug, aber hier ist das überhaupt gar kein Thema. Ja, da ist wieder ein Zaun, da muss ich ein bisschen aufpassen. Also alles in allem, Freunde, macht das echt Spaß hier mit den 4Blade Props von Master Airscrew. Und wir sind jetzt bei 62% Akku und haben bereits eine Flugzeit von 4 Minuten und 57 Sekunden. Sehr, sehr nice. Da kann man nicht meckern. Und da vorne ist ein Bagger. Mal gucken, ob ich da durchkomme. Ja. Wahnsinn. Wow. Freunde, das macht Spaß. So macht FPV-Fliegen auf jeden Fall Bock. Geil. Also bis jetzt kann ich nicht meckern. Ich bin absolut beeindruckt von der Performance hier von den Propellern. Wir sind jetzt gerade bei 56% Akku. Und die Drohne läuft und läuft und läuft. Das ist einfach der Hammer. Also ich meine tatsächlich, dass die noch ein bisschen mehr Speed rausholen als die normalen Propeller. Auf jeden Fall. Von der Beschleunigung her deutlich besser. Vom Sound her, ja, sind die ein bisschen anders, aber nur minimal. So, was ich jetzt beim Start hören konnte, war das ja ein bisschen Unterschied zu den Normalpropellern. Aber alles in allem sehr, sehr schön. So, jetzt fliege ich an mir vorbei. Ah, da hört das ja nochmal. Ja, ihr könnt hören, ne? Ist ein bisschen leiser, ne? So, 49% Akku, 6 Minuten und 31. Wir haben heute mittlere Windgeschwindigkeiten, das geht alles. So, jetzt gehen wir nochmal hier durch die Brücke durch. Eine Runde hier rum. Auch wunderbar. Ja, nice. Nice, würde ich sagen. Ja, dann komme ich auch mal wieder zurück. Hier muss man jetzt auch ein bisschen aufpassen. Sehr, sehr schön. Da macht das Fliegen Spaß mit, Freunde. Da macht das Fliegen auf jeden Fall Spaß mit. Richtig, richtig schön. Ich bin begeistert. Jetzt noch mal hier durch. . 39% Akku. Die Sonne geht jetzt leider gerade ein bisschen weg, was natürlich sehr schade ist. Wenn man mit ND-Filtern fliegt, ist das nicht immer so einfach, die Kamera perfekt einzustellen. Man hat immer eine gute Seite, eine überbelichtete Seite, wenn man Pech hat. Aber hier hält sich das momentan alles noch, so wie ich es zumindest durch die Goggles sehen kann, im Rahmen. Wunderbare Location hier, Freunde. Da ist noch ein Bagger. Gucken wir uns auch mal an. Ja, kriegen wir den. Bisschen weniger Speed. Und jawohl! Perfekt. Woo. Ah, ich glaube, jeder FPV-Flieger kann mich da verstehen, wenn man immer so ein bisschen Adrenalin hat, bevor man durch so ein Gap fliegt, ne? Aber das gehört ja einfach dazu. So, jetzt ist Return to Home eingeleitet, noch 11 Sekunden. 31% Akku, 8 Minuten 46 Flugzeit. Ich werde das Return to Home natürlich abbrechen, damit wir gleich sehen, so, da ist es, das Return to Home wird abgebrochen, damit wir gleich sehen, wie viel Flugzeit wir tatsächlich aus den Propellern hier, aus den 4-Blatt-Propellern von Master Airscrew rausholen können.
Momentan sind wir bei 9 Minuten 6, 27% Akku. Ich komme jetzt auch mal zurück hier in die Nähe, weil sollte der Akku dann doch noch ein bisschen schneller leer gehen, ja, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Können wir auch noch mal so ein bisschen das Geräusch beurteilen. Wenn wir die jetzt gleich hören, hier, wie sie über mich drüber fliegt. Oh, 23% Akku. So, das ist nochmal das Geräusch. Und ich finde die schon ein bisschen leiser, ja. So, jetzt ist sie direkt neben mir. Fliegt mal so einen kleinen Kreis. Und ich muss sagen, die ist echt leise jetzt. Also, Low-Noise-mäßig können die Propeller auf jeden Fall was. Ist deutlich, deutlich leiser als mit den Originalpropellern. So, wir haben 20% Akku. Ich fliege noch mal so ein bisschen hier die Straße lang. Sind bei 10 Minuten 10 Flugzeit. So. 18% Akku. Und ich mache mal so einen kleinen Turn hier. Komme lieber wieder in meine Richtung zurück. 10 Minuten 30 Flugzeit. 16% Akku. Zehn Minuten 40 Flugzeit. Und wir sind bei 15%. Oh, jetzt empfiehlt es sich auf jeden Fall, in meine Nähe zu kommen. Und ich würde sagen, bei 10% werden wir die Mühle zum Landen bringen. Weil ich will den Akku jetzt hier auch nicht überstrapazieren. Wir sind jetzt bei 11 Minuten und 10 Sekunden, 12% Akku immer noch am Start. Wirklich gute Geschichte. Ja, und ich würde sagen, wir bringen das Baby sicher runter mit 11% Akku. Oh, da fliegt meine Matte weg. Auch gut. Das ist natürlich Käse, das wollen wir nicht. Oh. Drohne neben mich und Aufnahme stoppen. So Freunde, leider hatte meine GoPro an der Stelle auch die Aufnahme gestoppt, so dass ich das Auto jetzt hier nochmal eben vom Balkon machen muss. Aber ist auch nicht schlimm, weil ich war sehr zufrieden mit den Vierblattpropellern hier von Master Airscrew. Akkulaufzeit, da tut sich nicht viel zu den Originalpropellern. Die laufen auch so 12 bis 13 Minuten. Ja, ihr habt es gesehen, 12 Minuten etwas haben wir geschafft mit den Propellern, das war gar kein Problem. Ansonsten von der Geräuschkulisse sind die ein bisschen leiser als die Originalpropeller von DJI. Und was mir gefallen hat, ist, dass diese Propeller nicht so windanfällig wie die ganz fetten Schaufeln hier von Master Airscrew sind. Die sind natürlich auch schön, aber wenn ihr ein bisschen mehr Wind habt, dann sind solche winddurchlässigeren Propeller auf jeden Fall besser geeignet. Die Drohne hat sich gut gehalten heute. Ja, und ich war sehr zufrieden auch mit den Flugeigenschaften. Ja, die hat auf jeden Fall viel schneller beschleunigt, viel schneller gestiegen und ja, es hat einfach viel mehr Spaß gemacht, mit diesen Propellern hier zu fliegen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr die bestellen wollt, schaut gerne mal in die Beschreibung. Ich verlinke euch die Propeller hier gerne. Ja, Master Airscrew auf jeden Fall immer auch designtechnisch ganz weit vorne. Ja, und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch den Kanal, wenn ihr mehr über Drohnen und Technik sehen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ich bin raus und guten Flug. Ciao, ciao.